zaubere mit meinem heiligen Bolter Blei in den Drachen. Genau, für das Imperium, für den Imperator. So ähnlich ist es da wahrscheinlich bei diesem Tabletop-Spiel. Ja, aber hey, wisst ihr was? Jetzt mal ein anderer Erklärungsansatz. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn das hier schon in der Postapokalypse passiert ist, dann haben die halt die Figuren genommen, die sie zur Verfügung hatten und haben die Bäume, die sie hatten, genommen und haben die Regelwerke genommen, die sie hatten. Vielleicht symbolisieren die Space Marines... Ich meine, die hatten einen riesigen Bleistift in der Hand, oder? Ach nee, das ist eine Fahne. Na gut. Vielleicht repräsentieren die Space Marines in Wirklichkeit Orks oder so. Wer weiß. Wobei, da ist ein Laptop. Die hatten noch Strom, als die hier gespielt haben. Irgendwie passt das alles zeitlich nicht so zusammen, oder? Das ist mit den Figuren ein bisschen... Oder wie viel Akku hat denn der Laptop? So, hier ist der Safe. Wir wissen, die ersten Zahlen sind 302. Die anderen fehlen noch. Müssen wir später nochmal kommen. Das Mädchen gegenüber hieß es. Schauen wir einfach mal in die Wohnung gegenüber. Home Julia, also gegenüber, stimmt nicht ganz. Schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Solarlade wie fürs Handy. Hm, vielleicht. Ich weiß ja auch nicht, ich kann es auch schwer einschätzen, ob die noch Strom hier hatten. Ich denke nicht, oder? Dass die noch Strom hatten, als Fedra schon alle in die Quarantänezone verschifft hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, aber guckt euch mal an, wenn das keine Space Marines sind. Das ist ja schon fast... Also, weiß er auch nicht. Hatten die Warhammer-Lizenz irgendwie oder wie? Schon sehr nah am Original, sage ich jetzt mal. In der Vorlage. Vielleicht hatten die eine Wasserkraftturbine in die Hauptstraße gesenkt einfach. Das kann sein. Wenn man so eine reißende Strömung vor der Haustür hat. Warum nicht? Ach ja, diese Videospieltüren, die immer in beide Richtungen aufgehen, sind toll. So, dann dürfte das ihr Zimmer, ihr Haus gewesen sein, 304. Das würde dann heißen 30234. Ja. So, die brauche ich nicht mehr. Ja. Was, nur 8 Schrott? Ganz schön knausrig, ey. Finde ich nicht nett. Gerüchteweise haben die Entwickler ihre Wohnungen teilweise nachgebaut. Ah, okay, das macht Sinn. Vielleicht war wirklich einer ein Warhammer-Fan und hat wirklich die Figuren bepinselt, ne? Doch nett. Hey, immer ruhig. Immer mit der Ruhe. Hab ich nur verdrückt. Muss nicht gleich wütend werden, Abby. Müssen wir da ins Loch? Können wir da ins Loch? Optional? Richtiger Weg? Wer weiß, ich gehe ins Loch, aber erst schaue ich mich hier oben kurz ein bisschen um. Weil ich schätze, da oben ist der richtige Weg, oder? Ab ins Loch! Würden die Grubengräber in Stronghold sagen. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Mich wundert das so, dass man nicht in die Wohnung von diesem Mädchen kommt. Das Spiel ist doch normalerweise immer so aufgebaut, dass man da was liest und dann geht man rüber und findet da die Leichen, damit die Tragödie perfekt ist und alle sich schlecht fühlen. Aber hier scheinbar irgendwie nicht. Dann gehen wir einfach davon aus, dass es den beiden gut geht. Sind immer noch da drüben und leben glücklich. Bis an ihr Lebensende. Was wahrscheinlich sehr bald sein wird. Oder schon war. Wahrscheinlich schon war.
Kann ich wirklich nichts craften mit einer Flasche? Naja, aber dann verbrauche ich extra einen Lappen dafür. Das will ich eigentlich nicht. Dann lasse ich die Flasche hier liegen. Lappen sind doch wertvoll. Und ein Schalldämpfer für die Pistole ist nicht wirklich wertvoll. Muss ich wirklich darunter? Oh, Infizierte. Jetzt hätte ich echt gern Schalldämpfer. War nur ein Scherz. Ich glaube, da ist ein Shambler. Direkt voraus. Gut gemacht. Gut gemacht, Kind. Gut gemacht. Ist okay? Ja. Wie viele Seraphiten hast du getötet? Wieso? Neugier. Keine Ahnung. Also allein seit wir spielen wahrscheinlich 30 oder so. Wenn's reicht. Das heißt wahrscheinlich Hunderte. Na, endlich können wir wieder was Sinnvolles herstellen. Brandmunition. Das ist jetzt echt immer, das ist schwierig. Brandmunition oder Granaten, beides echt sehr nützliche Sachen. Ach, keiner braucht Flaschen. Kein Mensch braucht Flaschen. Noch nie in der Geschichte von The Last of Us brauchte irgendjemand jemals Flaschen. Fertigungsmenge. Ja. Das hilft gegen Munitionsprobleme, wenn wir mehr Munition herstellen können, auf jeden Fall. Das Wasser fließt hier extrem schnell. Du musst wirklich vorsichtig sein, okay? Ich hab sowas schon mal gemacht. Was? Was hat er gesagt? Das erinnert mich so an ein Spiel für die Wii damals, das Disaster hieß. Und aus der Sicht vieler war das Spiel auch ein Disaster. Ich mochte es ganz gerne. Da ging es um Naturkatastrophen. Irgendwie haben die Terroristen in dem Spiel der Story nach irgendeinem Zauber-Device geklaut, mit dem er alle möglichen Naturkatastrophen auslösen kann. Und gleich im ersten Level ist man in so einer überschwemmten, von Erdbeben heimgesuchten Stadt. Sieht sehr stark aus wie das hier. Natürlich, ich meine, es war ein Wii-Spiel, ne? Aber grundsätzlich ähnlich. Von der Gestaltung her. Disaster Day of Crisis hieß es. Das war relativ abwechslungsreich. Das war ein bisschen überambitioniert, glaube ich. An dem ist es, glaube ich, zugrunde gegangen. Weil das Spiel wollte alles gleichzeitig machen und hat dadurch nichts perfekt gemacht. Es gab dann irgendwie ganz seltsame Shooter-Passagen, die waren komplett fehl am Platz, wo man irgendwie Terroristen weggeschossen hat. So Lightgun-Shooter-mäßig ganz komisch. Aber die Szenarien waren nett. Man war halt erst in so einer überschwemmten Stadt und dann in so einem Vulkangebiet, Vulkanausbruch, so ein Aschesturm, Regendingens. Man hat viel gelernt über Naturkatastrophen. War ganz nett.
Wirklich, fand ich ganz cool. Schade, dass das Spiel gefloppt ist und die Marke deswegen wohl tot ist, weil da hätte man was Cooles draus machen können. Nicht zu verwechseln übrigens mit Disaster 1 bis 4. Eine ganz andere Reihe, die auch von Naturkatastrophen handelt, aber nichts mit Disaster Day of Crisis zu tun hat. Da besteht auf jeden Fall Verwechslungsgefahr. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, das Gebäude führt uns zum Gebäude nebenan. Nee, genau, deswegen sage ich, ist mir gerade eingefallen. Ne? Die heißen nämlich genau gleich im Grunde, thematisieren das Gleiche, aber da gibt es keinen Zusammenhang. Immerhin gibt es vom Protagonisten von Disaster in Smash Brothers noch so einen Geist, so ein Sammelbildchen. Er ist nicht ganz vergessen und nicht ganz tot. Wenigstens wird er da noch so ein bisschen geehrt. Es gibt noch Menschen, die sich daran erinnern. War Disaster Days of Crisis das, wo man der Feuerwehrmann ist und ein Disaster das andere jagt? Ein Feuerwehrmann? Ich glaube, man war so ein Bergwach-Sanitäter-Kerl. Ich weiß nur, dass im Intro, glaube ich, jemand abstürzt im Gebirge, den man retten wollte. Und deswegen steigt man dann aus und wird zum Alkoholiker, obwohl der Partner dauernd sagt, hey, wir können nicht alle retten, was hast du erwartet? Aber unser Charakter geht dran zugrunde, dass irgendjemand gestorben ist. Und dann brechen überall diese Naturkatastrophen aus. Und dann muss er natürlich wieder alle retten. Weil das ist. Du weißt, dass ich das nicht kann, oder? Oder so. Man kann auch außen rum, wenn du nicht willst. Aber ich glaube, da war mal kein Feuerwehrmann. Ich glaube eher so Sanitäter oder so. Man ist da so ein super muskulöser, durchtrainierter Kerl mit schwarzem T-Shirt und Tribal-Tattoo am Arm. Wenn dir das weiterhilft. Sehr japanisch im Design. Schön für deinen Cousin. Ja genau, ein Sanitäter, der irgendwie eine Pistole nimmt und dann 100.000 Terroristen niederschießt im Lightgun-Passagen. Weil warum nicht? Oder? Ja. Ich finde das ist echt ganz nett, finde ich, weil Abby ja Höhenangst hat. Wenn ich nach unten gucke, fängt sie eben nicht nur an zu atmen, sondern die Kamera macht auch so einen View, reinzoomen und gleichzeitig, nee, wie ist das? Ich glaube, reinzoomen und die Kamera gleichzeitig wegbewegen, da erzeugt man diesen Effekt. Oder ist es mit der Kamera näher gehen und, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diesen typischen Effekt aus so Horrorfilmen, wenn irgendwie ein Flur besonders unheimlich aussehen soll. Dieser seltsame Zoom. Angeber! Das ist nicht schwer. Aha. Oh, guck mal, der Squid, der Land Squid. So ungefähr sieht zurzeit mein Konzept für das Land Squid 2D-Plattformerspiel aus. Das kommt ziemlich gut hin. Weitergeben. Die Ältesten haben in einen Waffenstillstand mit den Wolves eingewilligt. Sie werden sich von unserer Insel fernhalten und keine Seraphiten angreifen, die durch ihre Außengebiete ziehen. Um diesen Frieden zu erhalten, müssen wir alle zusammenarbeiten. Unsere Ziele bleiben die gleichen. Dies ist nur ein anderer Weg, um sie zu erreichen. Naja, momentan bin ich gerade dabei, mich bei Unity einzuarbeiten, so ein bisschen. Mach gerade ganz viel Tutorials
Von Spiel machen kann leider noch gar nicht die Rede sein. Das ist noch ein weiter Weg. Aber ich hab's vor. Das Ziel der Seraphiten ist, glaube ich, wirklich Weltherrschaft. Die haben nämlich keine Ahnung, wie groß die Welt ist. Ich glaube, das ist deren Problem. Hier lang. Die wollen. Warum haben wir das nie entdeckt? Wolves gucken nie hoch. Was soll das heißen? Es heißt, egal wie viele ihr seid und wie viele Waffen ihr habt, wir tricksen euch aus. Die wollen das neue Vielleicht Christentum nicht werden. Mehr dir sagen. Schließlich wollen sie dich töten. Scheiße. Es ist Lily. So, wartet mal kurz. Vor weniger als einer Minute gespeichert. Sehr gut. Dann speichere ich jetzt nämlich auch nochmal hier. Und dann versuchen wir es jetzt nochmal mit Fallout Guy. Wie heißt das Spiel? Ich kann es mir nicht merken. Fall Guys. Ist das so kompliziert? Schauen wir mal, ob wir zum Schluss nochmal eine Runde Fall Guys zusammenkriegen oder ob die Server immer noch überlastet sind. Ist ja schön, auch irgendwie für die Entwickler, dass das doch eigentlich so eine einfache Idee ist, so ein einfaches Spiel und dann so ein super Mördererfolg wird. Der Fall aus, Kerl. Jetzt bin ich gespannt. Schauen wir mal, ob wir noch eine Runde starten. Ich meine, Devolver Digital, das hat mich überzeugt. Das hat mich überzeugt, mir das Spiel zu holen. Weil wenn Devolver das published, dann ist es gut. Mir das Spiel zu holen ist falsch gesagt, das ist PS Plus und so, ne? Aber das Spiel zu spielen und aufmerksam zu bleiben und es im Auge zu behalten. Weil wenn Devolver da dahinter steckt, die haben schon ein super Portfolio. Ah. Okay. Moment, 22:30 Uhr. Aber was sind denn wir jetzt wieder für eine Zeitzone? Warum ist denn das Spiel immer so doof? Warum kann das mir nicht einfach sagen, hier guck mal, du doofer Deutscher, hier ist Berlin-Zeit. Und dann weiß ich Bescheid. Aber hier irgendwie UTC und PDT. Was ist denn PDT schon wieder? In UTC-Zeit ist es jetzt 20.55 Uhr. Alles klar. Na gut, dann wird das wohl nichts mehr. Tja, cool. Cooles Spiel, würde ich sagen. hat Spaß gemacht. Naja, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Ist auch nicht schlecht. Am Donnerstag machen wir dann weiter. Mit, ich weiß gar nicht, ich glaube am Donnerstag werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen The Last of Us spielen. Vielleicht schaffen wir es ja am Donnerstag dann wirklich Fall Guys zu spielen, weil, mein Devolver, da kann man nichts falsch machen. Und, genau, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, wir schauen mal. Also dann, bis Donnerstag, 19 Uhr geht's wieder los. Macht's gut, ciao.